Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ihr seht hier die Mighty Länder-Rakete, die unseren kleinen Länder, beziehungsweise unseren kleinen Hover-Länder hier auf Minmus bringen soll. Der sitzt hier oben drin. Das hier drunter, was ihr hier seht, ist die Landeeinheit, die in Zukunft auch Refueling übernehmen soll. Sie hat sehr, sehr viel Treibstoff drin, wenn wir hier mal reingucken. Allein hier, okay, so viel ist es gar nicht, wie ich mir gedacht habe, aber hier oben. Warum ist hier so wenig drin und hier Tonnen und Tonnen? Okay, das gibt nicht wirklich Sinn. Aber ihr seht schon, es ist eine relativ große Rakete geworden. Don't ask me why. Ich finde gerade interessant, dass hier so viel drin ist. Und dann im Vergleich zu dem, ja. Ich hinterfrage es nicht, es wird schon Sinn haben. Oder es ist halt irgendwie dumm gelaufen. Dual Tank Size, free to... komisch. Aber egal. Ich würde sagen, wir lassen die Rakete starten in 3, 2, 1... Lift off. Irgendwie ist die stärker als erwartet und hat fast keinen Treib. Hä? What? Okay, hier ist irgendein Engineering-Fehler. Erstens, warum kippt die so in die falsche Richtung, wie ich es nicht will? Und zweitens, what the fuck is going on? Warum ist die jetzt schon leer fast? Okay, wir sind doch fast da, wo wir hin sollen, aber... Oh, das ist ja falsch. Oh, fuck. Okay, zurücksetzen zum Flugzeug. Hier ist irgendwas ganz falsch. Ich hab... What? Warum? Ah, die scalen nicht. Oh. Oh. Hab den Fehler. Die Teile hier sind alle gescaled. Was wahrscheinlich bedeutet. Na doch, die haben schon. Aber wahrscheinlich nicht im Vergleich dazu in dem richtigen Maße, kann das sein? Gibt es denn in passende Größen in dem Fall? Nee. Warte mal, das sind 5 Meter Tanks, ne? 5 Meter. Ne, kein Ore Tank. Ich will einen Liquid Tank. Ich mach mal einen Liquid Tank, der vergleichbar ist. 5 Meter Durchmesser. Aber wie lang ist denn der? 20 Meter? Ich sehe jetzt schon ein Problem. Die Tanks haben viel zu wenig Treibstoff. Mal schauen, hier. Hier steht 2000 ms pro Sekunde. What the fuck? Okay. Wir müssen mal kurz euch wegtun. Jetzt ergibt vieles Sinn. Und euch hier weg. Kann ich da einfach bitte einen Meter reinschreiben oder sowas, wie viel ich haben will? Mal 30, das sollte reichen, oder? 3600, das hört sich besser an. Oh Gott, jetzt weiß ich, was hier dann falsch war. Tanks sind einfach komplett busted. Geil, jetzt muss ich nochmal alles nochmal. Oh Gott, jetzt seht ihr kurz live beim Debuggen zu. Wo war der Liquid Tank? 5 Meter Diameter. 4 Meter, also den kopieren wir gleich für nachher. Lol, das, den Bug hatte ich aber auch noch. Das habe ich mir nie. Ja, weil wir auch da normal bauen. So, okay, wir müssen jetzt die Beine abnehmen. Wir müssen die Sturmteile hier abnehmen. Und den extra Robotkopf, den ich hier verbaut habe. So. Und jetzt nehmen wir die Länge mal runter auf 2 Meter, würde ich sagen. 2 Meter sollte eigentlich reichen. So. Genau. So, okay, und dann hier nur einen hin. Nein, ah, verdammt, schon wieder drüber.
Es leckt gerade so ein bisschen, das Gefühl. Ich habe irgendwie alles gerade ganz komisch gebaut. Kann es sein? Ey, muss ich hier viermal machen? Noch viermal. So. Anstecken. Oh Gott, Mann. Können wir nicht einfach noch Open Recoloring, White Paint bitte? Light Gray Paint machen wir so. Ich will nicht unbedingt jetzt hier überall. Das machen wir jetzt hier nicht. Okay, ich habe was wieder für die Zukunft gelernt. Ist mir noch nie aufgefallen, dass das so extrem ungenau ist. So, okay, speichern. Und aufs Launchpad. Hä, what? Oh ne, jetzt haben sie irgendwie Staging wieder verkackt. Geil. Aber interessant. Das ist eine, what? Ihr seht gerade, ich bin sehr erstaunt über diesen Fakt. Weil ich einen dachte, ach komm, aufnehmen, wir fliegen jetzt und dann geht's in der nächsten Folge, sind wir schon bei Minmus. Dass die Tank. Habt ihr diese fetten Tanks gesehen und wie schnell die leer waren? Das ist ganz, ganz komisch gewesen jetzt. Aber wir sind auch hochgeschossen wie ein Osterei. Rakete? 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 Rakete, wo bist du? Raketilein. Raketilein. Rira Raketilein. Pom 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 pom. Oh, sie lebt wieder. Will ich ja gleich mal Abend ausschalten. FMRS brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also auf jeden Fall wüsste ich nicht, dass wir es brauchen. So, okay, nochmal gucken, kurz gucken, dass auch wirklich alles stimmt. Wenigstens bis hier. Die Fairings können wir da oben schon hinpacken. So. Das sollte jetzt passen. 3, 2, 1, let's go. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Das können wir dann fast Hovern nennen. Fuck. Jetzt hätten wir Booster gebraucht, Zeitbooster. Warum braucht die? Die hat angeblich fast nichts jetzt. Okay, das ist aber auch ein non-atmospheric Booster. Ich hoffe mal, dass wir genug Speed aufnehmen. Also man sieht eh, dass da oben ist das Teil, was wir eigentlich wegbringen wollen. Aber es hat relativ viel Thrust zum Glück. Zwar jetzt gerade nicht, aber auf Minimus hat es viel Thrust. Und dadurch sollte eigentlich alles sehr gut nach oben kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das gut läuft. Und ja, hoffen wir mal, dass es so gut ist. Das ist... Ja, jetzt werden wir mal langsam stellen. Jetzt mal 1,25. Wird schon besser. Ich denke so am Anfang, wenn du so im Control Center sitzt, hier irgendwo so hier drüben oder da, und dann so heißt abheben und du siehst nur die Rakete so halb schwebend. Du so, oh Gott, bitte flieg die jetzt nicht um. Und dreht sich zu uns rüber. So, wir sind bei 2 Kilometern. Schaut eigentlich alles soweit sehr gut aus. Ich muss ja noch ein bisschen an der Rakete. Ich habe noch ein bisschen am Hovergerät rumgebaut. Aktuell habe ich den Kerbals unten gesagt, sie sollen noch ein weiteres, beziehungsweise zwei weitere bauen. Für die Skript-Tests dann in Zukunft. Sobald es nicht gelandet ist, teste ich hier, oder beziehungsweise während des Fluges teste ich wahrscheinlich die Skript-Tests sogar, je nachdem wann ich eine längere Pause wieder habe zum Aufnehmen, wo ich dann halt wirklich das Skript schreibe und alles. Und dementsprechend wird es dann umgesetzt, ne? Langsam habe ich aber eher das Gefühl, dass die Rakete funktioniert.
langsam wird's was. Langsam und langsam dreht sich was hier. Es ist sehr langwierig, das muss man lassen. Sehr, sehr langwierig. Und ich werde jetzt mal, gleichzeitig werden wir fliegen, wir sind bei 10.000, bedeutet, wir machen eh jetzt hier so einen Flip sozusagen, mache ich vorne mal das Licht dann bei mir. Und jetzt halt machen wir mal langsam ein bisschen stärkeren Flip. Deswegen könnte, das kann die Rakete schon meistens selber besser wie ich. So, und jetzt seht ihr, Licht ist angefasst, jetzt könnt ihr euch besser sehen. Hallo! Wir gehen langsam in passenden Thrust. Schauen wir mal, wie schaut's aus? 24.000. Weil ich habe normalerweise bestimmte Skripte, die mir das hier übernehmen, wann ich welches Manöver einleite. Und wie und wann. Also ich werde mal wieder auch ein Skript schreiben, wahrscheinlich wenn wir fixe Booster haben. Könnte es relativ cool werden für Videos auch. Aber das zieht natürlich auch immer Zeit, ne? Das ist alles leider sehr zeitintensiv und die habe ich aktuell nicht. Mal habe ich selten, sagen wir so, es ist sehr schwer für sowas überhaupt Zeit zu finden. So, okay, Alter, ich liebe das, wenn du so siehst die Rakete und du siehst einfach nur diese Rundung, über die du fliegst. So, 50.000 sind wir schon hier unten beim Apoapsis. Wir haben noch 800 Meter pro Sekunde in der Raketenstufe drin. Wir werden kurz mal in der Flugkonfiguration bleiben. Ah, dieser, ich liebe, ehrlich gesagt, wie, ich weiß gar nicht, wie der Flameout irgendwie, wie hieß der Mod nochmal? Ich muss nochmal den Namen nachsuchen, aber der Mod ist einfach genius. Also so schön die Antriebe. Also echt Respekt daran. Und der Sound. Ich liebe diesen Sound aktuell. Keine Ahnung was. Woher der kommt davon? Ah, der Sound ist so knackig. Könnte man sagen. Ich versuche auch aktuell das Modpack auf die 1.12 zu updaten. Es gibt leider noch ein paar Dependencies, die nicht so funktionieren wie erhofft. Deswegen hängt sich das Modpack beim Starten auf. Oh, wir sind draußen. Wie viel? Ah, 12 Schiebe, perfekt. Ich habe es nicht geupdatet, scheiße. Naja. Wir schießen jetzt mal gleich so auf 100.000 hier raus. Und schauen dann weiter. Wenn wir zum Glück hier schon Solarpaneele, bedeutet Strom geht uns auf jeden Fall nicht flöten. Die Stage ist bloß ein bisschen, also man merkt schon, Apoapsis braucht allein schon ewig nach oben zu kommen. Aber das wird sich auch ändern. Wir sehen schon, der Periapsis ist auch schon sehr hoch. Also minus 200.000 ist nicht schlecht für die Höhe. Jetzt kommen wir langsam dorthin, wo ich hin will. Und sie lässt sich sehr gut drehen und manövern. Das ist schon mal echt gut. Und Cut-off. Mit dem schönen NASA-Logo oben drauf. Auf in die Weiten. Einmal die Beine testen. Module Wheel Space. Einsatz nicht möglich, da verstaut. Ah, das ist da oben wahrscheinlich drin, die Beine. Ja, stimmt, ich habe zwei Sets auf Beine dabei. Das wird lustig beim Ausfahren. Wir sind im Orbit, Leute. Hört ihr die schöne Musik im Hintergrund? Wir haben es in den Orbit geschafft. Ach, schön. Ich wollte gerade... Jetzt habe ich kurz den Herzinfarkt bekommen. Ich wollte gerade sagen, fliegen aber über den Pol. Fuck, jetzt habe ich kurz einen Schreck bekommen. Zum Apoapsis hoch, bitte. So. Jetzt richtet sich die Rakete nochmal aus. So, okay. Haben wir das auch erledigt. Jetzt tun wir aber schon das hier abkoppeln.
Perfekt. Und da ist unser kleiner Rover. Ihr seht, ich habe zwei Tankstationen angebaut sogar, dass wir es doppelt befestigen können, rein theoretisch. Wie so eine Halterungszerranlage. Relativ praktisch eigentlich. Und unsere Stage kommt in den Orbit. Perfekt. Wir sind offiziell im Orbit. Ihr seht auch schon, ich habe Staging eingeführt auch. Relativ praktisch. Genauso, ich glaube, die müssten auch hier eigentlich noch im Staging drin sein, oder? Hey, geht die mal? Oder sie können reagieren jetzt nur noch auf 4. Irgendwo müsstest du sehen, ob die ja eigentlich im Lock-Modus sind oder nicht, oder? Ja. Ich habe die Hinges einen Lock-Button gegeben. So kann ich sie locken mit. Das ist perfekt eigentlich für bestimmte Situationen. Jetzt haben wir halt hier oben noch die zwei Satelliten. Die Nase ist relativ groß halt für eigentlich nichts. Aber was wollen wir sonst, ne? Ist das ganz gut. Du brauchst nicht oben jetzt den Tank verbrochen. Ich habe keine Umsteckmöglichkeiten aktuell, Jungs. Nicht gut. Und das hier ist halt, wenn wir das wirklich umsetzen müssen, dann kann man es umsetzen. Und tanken ist ja, das ist temporär, deswegen gibt es auch außen keine Tankmöglichkeiten. Eigentlich soll das Hovergerät später über die Base selber getankt werden. Weswegen das eigentlich nur temporär sozusagen ist, bis wir von diesem temporären Bodenteil eine richtige Fabrik aufgebaut haben und zum Tanken. So lange soll das circa halten, deswegen hat es auch so massig Fuel drin. Also das ist ja echt dezent viel für eigentlich die Stage. Aber das ist halt der Grund, damit das hier von A nach B fliegen kann, tanken kann und. Und wenn das Timer wohl hängen bleibt, kann das rein theoretisch rüber hovern. So ist der Plan eigentlich da. So, aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sind schön im Orbit gelandet und in der nächsten Folge geht's mal wieder zu unserem Lieblingsziel Minmus. Ich setze jetzt schon mal ein Target und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.